das einfach eine Shisha ist, die sich jeder von euch leisten kann. Also wirklich jeder. Ist jetzt nichts Großartiges, aber das ist auf jeden Fall was, was sich jeder also ins Zimmer stellen kann. Und wenn man mal Bock auf eine gediegene Runde Shisha hat, man sich einfach mal in Ruhe gönnen kann. Ist jetzt nichts für große Runden oder so, sondern eher für ein, zwei mit seinem besten Kumpel oder so, seiner Freundin einfach mal entspannt zu Hause sich gönnen oder wenn man reisen will, dann ist das perfekt. So, also wir holen es am besten mal raus. Wir fangen mal mit dem Kleinzeug an. Also ich habe das bei eBay gekauft, da gab es jetzt noch so ein krasses Sturmfeuerzeug dazu. Sieht relativ hochwertig aus. Nice. Und dann gab es. Also das gab es nicht dazu, das habe ich mir separat gegönnt. Das ist Wassermelone, Minze als Tabak. Jo. Habe ich mir in der Stadt geholt, aus dem Chillhaus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Laden, wo man eigentlich alles rund um Smoken, Puffen, dies, das bekommt. Jo. Crow-Zeug, ja. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. So, also das war einfach nur die Verpackung. Die hauen wir mal weg. So, und das ist jetzt okay. Verpackt. So. Alright, doch. Perfekt, okay. Ist erstmal doch ganz gut verpackt, muss ich sagen. Also, ich kann mal kurz den Preis nennen. Es hat mich 12,95 Euro gekostet, dieses Set, so wie es hier liegt, ohne den Tabak. Tabak nochmal knapp 5 Euro. Und für eine Shisha ist das schon okay. Wir gucken mal, was noch drin ist, weil wir haben auch dazu außer dem Feuerzeug noch die Kohle. Und normalerweise braucht man ja irgendeine Abdeckung, eine Folie für den Kopf oben, wo die Kohle draufkommt. Und dafür haben wir dieses Teil. Okay, so, einfach mal das Zeug, ein bisschen Plastik rausholen. Dann, warte. Und jetzt holen wir mal das gute Stück raus. Ja, allesamt sein Zubehör. Okay. Der Kopf, Vorsicht, dass der nicht abfällt. Das ist ja schon festgemacht. Ach so. Man muss den anschrauben. Okay. Das kenne ich jetzt so auch nicht, weil normalerweise steckt man den Kopf einfach drauf. Interessant, interessant. Okay. Kopf, ja, sieht jetzt okay aus. Hat einen. Für eine kleine Shisha ist okay, der Durchmesser würde ich sagen. Ist jetzt nicht so groß, er kommt aber für die Shisha im Verhältnis ist okay. Dann dieses Ding einfach. Und mal gucken. Ach so, das ist nur zum Draufstecken. Also hier unten der Wasserbehälter. Und relativ kleiner Durchmesser. Mal guckt, aber für die Shisha, wie gesagt, passt das. So, drauf damit, das ist eigentlich ganz geil, weil muss man nichts reinschrauben. Okay, vielleicht mit der Zeit kann da vielleicht ein bisschen Rauch oder so mit rauskommen, aber ich meine, ist okay, würde ich sagen. Ist ganz cool, muss man immer drauf drehen. Es gibt, okay, gibt zwei Anschlüsse. Perfekt. Und mal gucken, wo der Schlauch ist. Mal den Scheiß wieder drauf drehen. Okay. So, sieht, also ich bin erstmal positiv über, also nicht überrascht, aber positiv. Also ist erstmal ein positives Ergebnis, würde ich sagen. So das, was man erwarten kann. So, dieses Ding. Und dann Kohle gibt es auch noch dazu. Sehr nice. Und dann noch zwei Mundstücke. Hier dieses Teil, um die Kohle zu bewegen, etc. So der Standardkram. So und unten drin haben wir jetzt noch den Schlauch, meine Freunde. Gucken wir uns mal noch kurz ein bisschen genauer an. Mal kurz im Mund nehmen. Okay, also man ist okay, man zieht ganz gut dran. So, jetzt machen wir das mal auf die Shisha drauf. Was denn?
das reibungslos funktioniert. Okay, hier ist das Gummi, da muss man ein bisschen. Okay. Und Vorsicht, ich glaube, wenn man das so runterhält, da kann das ganz schnell rausfallen. Da muss man vorsichtig sein. Das Ding ist einfach nur, dass das ordentlich hier ja hält. So. Okay, das ist ein bisschen eine Scheißkonstruktion, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist okay, ist okay, würde ich mal sagen. Genau. Jo, das dazu. Noch ein bisschen Beschreibung, noch ein bisschen Zubehör. Oh. Ja, jetzt nichts Krasses. Alles Wichtige. So. Ich denke mal, da haben wir es. Also man kann jetzt eigentlich letztendlich zusammenfassend sagen, dass es eine extrem günstige Shisha ist. Also vom Preis her. Und preis-leistungsmäßig. Ich habe es jetzt noch nicht angeraucht, aber ich denke, preis-leistungsmäßig kann man hier nichts verkehrt machen. Ich meine, für 12 € für, gut, das sag mal 13 € kriegt man alles, was man zum Shishen braucht, außer den Tabak. Und das ist also 13 €, das ist schon ein krass guter Preis. Hier haben wir noch mal alles zusammengefasst. Jetzt den Tabak nicht mit einberechnet, den braucht man auch. Feuerzeug, so. Dieses Zeug. Würde ich sagen, da haben wir es. Und da kann man eigentlich schon zufrieden sein, würde ich sagen. Doch. Jo, wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr vielleicht noch ein paar andere Shisha-Reviews sehen wollt oder von irgendwelchen anderen Produkten, könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Und sonst würde ich sagen, haut rein, Freunde. Und dann macht euch einen guten.